Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh! Heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von Streichhölz und Aluminium dichten Rauch erzeugen könnt. Oh! Ich zeige euch, wie man richtig eine Coca-Cola-Dose öffnet. Oh! Mit Hilfe von Papier und einem Winkelschleifer schneiden wir eine Kokosnuss auf. Und wir stecken verschiedene Getränke in eine Wassermelone. Und danach soll sie angeblich bunt sein. Okay. Oh mein Gott. So, meine Freunde, Fabian Magic hier. Heute testen wir wieder virale TikTok-Lifehacks, weil es einfach euer Lieblingsformat ist und ihr mich mit Nachrichten bombardiert. Deswegen habe ich wieder coole Lifehacks vorbereitet. Und wenn euch das Video gefällt, wie immer, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich lasse euch auch etwas Zeit dafür. In diesem Sinne will ich auch nicht länger rumlabern. Wir legen direkt los. Let's go. So Leute, ich denke, jeder von euch macht eine Coca-Cola-Dose einfach so auf, okay? Das ist natürlich der Standard und langweilige Weg, aber es gibt einen Lifehack, und zwar, wie ihr im Video sehen könnt, kann man auch einfach einen Kochlöffel benutzen, dreht hier drauf und dann explodiert die Cola und geht auf. Ist auf jeden Fall richtig lustig und ja, wir probieren es einfach mal aus, ob es auch wirklich funktioniert. So Leute, ich habe jetzt hier eine neue Coca-Cola-Dose und einen Kochlöffel, okay? So, jetzt müssen wir angeblich einfach nur hier drauf gehen und kreisen und dann geht die Cola-Dose auf. Okay, einfach jetzt hier mit Druck und so. Seht ihr das? Ich sehe nichts. Okay, Leute, anscheinend braucht man da sehr viel Druck. Shit! Oh mein Gott, was war das? Okay, ich habe mich extrem erschrocken, Leute. Oh mein Gott. Aber seht ihr das? Kann man sehen hier, die Dose ist offen und der Lifehack hat funktioniert. Und so könnt ihr eure Cola-Dose öffnen und in Zukunft eure Cola trinken. Oh mein Gott, was ist das für eine Sauerei? Für den nächsten Lifehack brauchen wir einfach nur Alufolie und Streichhölzer. Das Ganze rollt ihr dann mit Hilfe von einem Bleistift zusammen. Tut es in ein Glas rein und wenn ihr das Ganze dann anzündet, entsteht so dichter Rauch, dass der im Glas drinne bleibt. Also wenn das klappt, das wäre richtig, richtig cool. Ich meine, man könnte damit so geile Effekte machen oder coole Bilder machen. Deswegen testen wir einfach mal aus, ob das Ganze wirklich genauso gut funktioniert. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Ich habe jetzt hier Alufolie und Streichhölzer, Leute. Pass auf, wir nehmen jetzt hier einfach mal ein paar Streichhölzer raus. Ich denke mal so 5 bis 10 Stück, wobei, ja komm, das müsste ungefähr passen. So, die nehmen wir jetzt hier alle nach oben zusammen, okay? Ganz schön zusammen. So, ganz vorbildlich. Und dann kommt hier noch dieser Bleistift hin. Leute, ich bin super gespannt, ob es funktioniert. Jetzt muss ich das Ganze einfach nur noch zusammenrollen. So, und jetzt müssen wir hier oben, haben die das so gerollt, so. So, okay. Ich glaube, das sieht schon ziemlich gut aus. Und jetzt müssen wir nur noch den Stift rausziehen. So, Leute, ich bin gespannt, wird dieser Lifehack funktionieren? Das Ganze kommt jetzt hier ins Glas rein und jetzt habe ich hier das Feuerzeug und müssen das hier oben anzünden, okay? Da wird es eine kleine Explosion angeblich geben. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, seht ihr das, Luis? Oh mein Gott, guck mal, wie geil es aussieht. Wow, Alter, okay Leute, ich muss sagen, krasser Lifehack, okay, das sieht ja mal richtig cool aus, damit könnt ihr so geile Bilder machen, also ich muss sagen, es funktioniert und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. So Freunde, ich glaube, jeder von euch hat sich schon mal an Papier geschnitten. Beim nächsten Lifehack kann man angeblich mit einem Winkelschleifer und einem Stückchen Papier eine Kokosnuss aufmachen. Also einfach aufschneiden. Und eine Kokosnuss ist extrem hart. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Papier so eine Power hat, dass es eine Kokosnuss aufmacht. Deswegen würde ich sagen, wir probieren es einfach direkt aus. So Freunde, ich habe jetzt hier einen Winkelschleifer dabei und ja, den legen wir kurz auf die Seite. Jetzt müssen wir als erstes die Platte dafür herstellen, okay? Aus Papier. Dafür einfach einmal hier einen Kreis machen, okay? Ich mache den ganz, ganz schön. So. Statt mit Zirkel auch mit einer Schüssel.
So, Marc-Louis, habe ich das schön gemacht. Was sagst du dazu? Perfekt, oder? Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ausschneiden und damit kann ich angeblich gleich eine Kokosnuss aufmachen. So, also Leute, ich habe es jetzt ausgeschnitten. Jetzt brauche ich hier noch, jetzt mache ich hier noch ein Loch rein in der Mitte. Mit Hilfe von, ja Leute, das mache ich schon mal sehr schön. Hier, jetzt kommt hier erstmal noch ein Loch rein, in der Mitte ungefähr. Ich denke, das müsste passen ungefähr, oder? Ja, das passt. Das Ganze kommt jetzt hier drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch zuschrauben. So, und fertig ist er, unser Winkelschleifer aus Papier. Gut, jetzt sind wir gespannt, ob wir damit eine Kokosnuss zerschneiden können. So Leute, ich habe jetzt hier noch eine Banane, weil wir fangen erst mit der Banane an und danach versuchen wir es mit der Kokosnuss, okay? Und ich habe hier so eine Brille, also ist jetzt keine Schutzbrille, ich habe hier leider keine, aber besser als nichts. So, und jetzt, ich weiß, die Dinger haben ordentlich Power, Leute. Legt die Banane hier hin. So, und jetzt versuchen wir, ob es funktioniert, dass wir die Banane schneiden können. Also, 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Digga, wie geht's aus? Digga, Alter, wieso geht das Ding nicht aus? Okay. Auf jeden Fall, Leute. Ihr seht, die Banane ist ein bisschen aufgeschnitten. Das Papier hat es ein bisschen zerfetzt. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal mit der Kokosnuss. Mal gucken, ob es da klappt. Also das war jetzt nur so semi angekratzt. Okay, okay, okay. Man sieht auf jeden Fall, zeig's nochmal die Kamera. Man sieht auf jeden Fall, Leute, es hat geklappt, mehr oder weniger. Aber jetzt komplett auf, hab was nicht bekommen. So, meine Freunde, der nächste Lifehack ist ein Wassermelonen-Lifehack. Und ich habe so oft im Internet gesehen, dass die Leute eine Wassermelone nehmen, hier Löcher reinschneiden und nehmen sie ihr Lieblingsgetränke, stecken die so rein und nach circa 4 Stunden hat die Wassermelone den Geschmack vom Getränk aufgesaugt, aufgenommen und auch die Farbe aufgenommen. Deswegen, ich bin echt super gespannt, ob es funktioniert und wir testen das jetzt direkt aus. So, Leute, wir schneiden jetzt einfach hier mal Löcher rein. Dafür gehe ich hier einfach mal mit dem Messer rein, okay? So... Oh je, ob ich das gut hinkriege in schön. Und zack. So. Zack, das ist das zweite. So, jetzt haben wir 3 Löcher reingemacht. Und jetzt nehmen wir die Melone, weil jetzt könnte jetzt ein bisschen eine Sauerei werden. Deswegen habe ich hier... Oh, bra, passt nicht mal ganz rein. Ich dachte, die würde hier reinpassen. So, wir fangen an hier mit dem ersten Getränk. 1, 2 und... Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, okay, okay. Jetzt nächste Flasche. Die stecken wir jetzt hier an der Seite rein und 1, 2, 3 und... Ah. Schieb schon. Ja, ja, ich schieb rein, ich schieb rein. Also heute mache ich echt die heftigste Sauerei hier, gell? Okay, jetzt versuche ich das hier reinzubekommen. 1, 2 und... Oh shit. Ihr seht schon mal, das sieht alles top aus. Jetzt warten wir für 4 Stunden und schauen dann, ob das Ganze funktioniert hat. So, Freunde, 4 Stunden sind um und wir sehen, es ist schon enorm viel Flüssigkeiten von den Flaschen weg. Ich bin super gespannt, ob es funktioniert hat. So, wir nehmen das Ganze auf die Seite. Und jetzt nehme ich hier einfach mal ganz langsam das erste raus. Das zweite, oh mein Gott. Und so. Also Leute, ich bin super gespannt. Marc-Louis, siehst du das hier? Siehst du, hier sieht es schon so gelb verfärbt aus, gell? Ja, das ist alles. Hier auch und hier auch, okay. Leute, ich bin super gespannt. Wir nehmen das Ganze jetzt raus. So, 1, 2 und... So. Oh mein Gott, was ist das für eine Sauerei? So, okay. Oh mein Gott! Echt jetzt? Ja! Bra. Leute, okay.
Schade, schade. Ich hätte echt gedacht, ach, naja. Blöd gelaufen, aber wir machen jetzt noch den Geschmackstest, okay? Wir schauen jetzt mal, ob das anders schmeckt oder nicht, okay? Verfärbt hat sich nicht, aber vielleicht ist der Geschmack anders. Widerlich wie sauer, oder? Ah. Mm-mm. Leute, schmeckt gar nicht gut. Oh Gott. Okay, dieser Lifehack ist absoluter Fail. Definitiv, braucht ihr nicht ausprobieren, klappt nicht. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gut unterhalten. Heute waren ja wieder sehr interessante Lifehacks dabei. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welcher der heutigen Lifehacks euch am besten gefallen hat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Magie hautnah. Ciao.